So, hallo. Hier zum dritten Rennen der Bergrennenserie. Job Siffert in der Schweiz. Hier haben wir mal die Rennstrecke, eine fiktive in der Schweiz. Und hier das erste Timing-Ergebnis von der Qualifikation. Ich bin 37,8 gefahren. Und jetzt geht's ins Rennen. 5 Runden lang mit den Porsche 911. Dann kann man sie fahren, aber man muss ein bisschen vorsichtig abbremsen. Das ist halt durchaus witzig. Zeigt sich schon hier, wie bei vielen Custom-Rennstrecken, dass halt die KI nicht wirklich nachkommt. Außer man macht wirklich einen Spritzer. Das ist mir auch passiert. Schaltung, also von Logitech G27 und auch mit der Kupplung im Spital. Schon angewöhnt. Mit einer Übung ist das überhaupt kein Problem. Ich bin froh, dass jetzt endlich ein Wagen zu den Runden kommt und es nicht so fad wird als Video. Ich
ersten zwei Bergrennen ist das sicher eine einfache Strecke. Ich schon die Frage herum. War die Action-Einlage. Zwar ungewollt. Sonst wären die Videos eh zu fad. Und jetzt wieder mal. Nicht ganz. Tüchtigen heißt es. Diese Überholung der Bremsteine in dieser engen Kurve natürlich ab. Das ist eine gute Bergrede, aber das war jetzt etwas blöde. Das fahre ich aber durch. Ich habe nicht wirklich eine Lust, Speed zu fahren. Ärgerlichste. Ja, und gelingt mir nicht mehr so viel. Mal sagen. Und bei dem Vorsprung kann man immer viel falsch machen. Der Wagen ist jetzt auch sehr instabil geworden, muss man sagen. Diese Simulation ist. Okay. Das gefällt mir der andere mit mir. Zehn. Alle Runde. Mein Hauptziel war eigentlich ja diese
Piste, also diese Strecke vorzustellen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Race is finished. You won the race. Very well done. Wie immer zeige ich euch kurz ein paar Szenen. Das ist Ripley. Dankeschön fürs Zuschauen.